Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist CryingDestiny und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr auf der neuen Black Ops 3 Zombie-Karte Gorodkrovje die Spezialistenwaffe, die Drachenschlagsteuerung, bekommen könnt. Und dafür müssen wir erstmal die Drachen zum Fliegen bringen bzw. zu Pack-a-Punch kommen. Wenn ihr nicht genau wisst, wie das Ganze funktioniert, dann drückt einfach jetzt mal oben links auf das Video, was eingeblendet wird. Oder auch für die Handy-User ist der Link unten in der Beschreibung, da könnt ihr auch drauf drücken und euch das anschauen, damit ihr das erstmal erledigt habt, weil das dauert ein bisschen zu lange zum Erklären. So, wenn wir das jetzt erledigt haben, können wir mit den Drachen rüberfliegen zum Punchen. Und in diesem Gebäude findet sich oben, ihr solltet aber vorher wirklich gute Waffen mitnehmen oder auch gepuncht haben, befindet sich oben eine Maschine, dort steht, halten Sie Viereck zum Freisetzen des Kristalls. Das solltet ihr dann machen, wenn ihr das Ganze vorhabt. Solo müsst nur ihr das machen, Koop muss jeder Spieler da Viereck drücken und dann muss man quasi dieses Gebäude verteidigen. Die Zombies werden das nämlich stürmen und es werden ist immer nur eine Fensterseite quasi offen. Es gibt oben zwei Fensterseiten und unten. Und es ist immer nur eine offen, da kommen dann ganz viele Boss-Zombies und normale Zombies und man sollte halt dabei nicht sterben. Dann muss man das Ganze verteidigen, das geht insgesamt vier Phasen so, dass man das verteidigen muss. In der dritten fangen dann auch an, noch diese fliegenden Drohnen zu kommen und in der vierten sind auch alle Fenster offen, das heißt, da geht es nochmal richtig zur Sache. Aber wenn ihr das Ganze geschafft habt, dann kriegt ihr eure Belohnung und zwar müsst ihr dann wieder zu dieser Maschine zurückgehen und dort einfach nur Viereck drücken und dann kriegt ihr jetzt schon die Drachenschlagsteuerung. Das Ganze ist jetzt so eine Art Airstrike, wie man es so kennt, von oben kommt ein Luftschlag. Das funktioniert hier ein bisschen anders und zwar seht ihr das jetzt hier gerade in Aktion. Ich rüste das Ding aus und man sieht auf dem Boden so einen Kreis. Wenn es grün ist, kann man es platzieren, wenn rot ist, natürlich nicht. Ich platziere das und die Zombies laufen dann dahin und bleiben da drin stehen und kriegen dann halt auch nochmal Schaden von diesem Luftschlag. Das sieht man hier ganz schön. Kann man zum Beispiel, ja, wenn man gerade mal keine Affen hat und einen Kumpel wiederbeleben möchte, ganz gut mal kurz benutzen für den Moment. Von daher ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Wenn ja, lasst einfach mal ein Like da. Und wenn ihr mehr sehen wollt zu Gorodkrovje, dann drückt einfach mal unten auf Abonnieren. Dann solltet ihr nichts mehr verpassen von meinem Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein und ciao.